Trick 17. Party in dem Gebäude der ehemaligen Landeszentralbank. Feiern in ungewöhnlicher Atmosphäre. Wie kommt man zu so einer außergewöhnlichen Location? Aufgrund vergangener Projekte, schon mit der Ära, haben wir da einen guten Kontakt auch und haben dann erfahren, dass diese Location eigentlich leer steht, weil die Landeszentralbank verlegt hat, ich glaube nach Mainz. Und dann haben wir uns mal eine Führung geben lassen und da hat sofort Klick gemacht, hier muss was passieren. Bis zum Umbau 2009, weil dann ein Kongresszentrum hier entsteht, der Ära. Und bis dahin toben wir uns noch ein bisschen aus hier. Und was genau erwartet die Leute auf dieser Veranstaltung? Die Leute erwarten in der ersten Linie eine sehr ungewöhnliche Veranstaltungslocation, weil das Gebäude ist, glaube ich, mal gerade eben 11 Jahre alt. Und hier ist halt echt alles vom Feinsten, so mit Panzerglas und sehr, sehr dicken Türen. Also das ist erstmal das Besondere. Darüber hinaus halt wie gewohnt auf Partys halt ein DJ-Setup, was wirklich auch gut ist. Das ist einmal der Weiß One aus Wittlich, der so Blackbeat Floor wird er bespielen. Und dann noch ein DJ aus Frankfurt, George Perry heißt der, der bei größeren HR3-Events eigentlich immer die Musik macht. Und ja, ansonsten wird es noch eine gemütliche Lounge geben, wo gemütlich beschallt wird und jede Menge nette Drinks und viel Spaß hoffentlich. Also viel Abwechslung in musikalischer Hinsicht. Wo können die Feierfreudigen denn abtanzen? Also die einzelnen Floors, wir haben halt einen Tresorraum, der ist ein bisschen kleiner, wo halt Blackbeat gespielt wird und so Soul- und Funk-Geschichten. Der ist jetzt nicht so riesig, da passen irgendwie so 150, 200 Leute rein. Und dann gibt es halt noch einen Main Floor, also einen wirklich großen, wo halt so 400, 500 Leute Platz finden, der dann eher elektronisch hauslastiger ist. Trick 17. Feiern im Tresorraum hinter dicken Mauern. Chilliges Flair dort, wo früher die Bankangestellten Geld zählten. Dort werden jetzt Getränke an die Partymeute ausgeschenkt. Die Bank, unsere Bank, ist mit Abstand die sicherste und spannendste Location, die es derzeit hier im Raum gibt. Das muss man echt mal suchen gehen. Am 27. Oktober geht es ab 22 Uhr los. Raus aus dem Bus an der Haltestelle Bernhardstraße und rein in die Bank.